Heyo YouTube, mein Name ist Crashy und willkommen zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns nicht in Six Nights at Pinkies, das mache ich dann irgendwann mal später. Ich sehe gerade das Fenster offen ist. Ich rede mal, während ich das Fenster schließe. Einfach nur, weil ich es kann. Weil ich will nicht, dass man später für Vögel in meiner Aufnahme hört. Das wäre jetzt auch. Ich habe es falsch geschlossen. Was für ein schöner Start, das Video zu. Was für ein schöner Start. Wir sind heute in Crash Day. Und das Besondere an Crash Day ist, es ist ein Spiel, was ich damals einfach richtig hart gesuchtet habe. So sehr, dass ich meinen Kanal danach benannt habe, wie man möglicherweise erkennt. Das heißt, Crash Day Gamer spielt Crash Day. Nun, ich weiß, es gibt viele unter euch, die keine Rennspielfans sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber bei Crash Day ist es etwas Cooles. Und was daran cool ist, ist nämlich die Sache, dass es Minispiele in Crash Day gibt. Und man sogar mit Autos Waffen besitzen kann. Was ich damit meine, sehen wir jetzt. Ich spiele gerade Karrieremodus, aber die Story ist sowieso eigentlich nicht so interessant, deswegen überspringe ich die jetzt einfach, sondern es geht mir einfach um Spaß. Nämlich, hier, das ist zum Beispiel ein Wrecking Match. Und in einem Wrecking Match geht es dazu, Gegner zu zerstören. Und hier haben wir meinen geilen Wagen. Das ist den Wagen, den man am Anfang hat. Und hier muss ich zum Beispiel Team Rot besiegen. Oh Gott. Ha, nice. Als ob. Okay, diese Pickup-Typen sind anscheinend schwer gepanzert. Aber das ist in Ordnung. Der. Sorry, ich habe gerade nicht durchgeblickt, was da gerade passiert ist. Aha, da will immer jemand aus der Bahn gehen. Nice. Als ob! Diese Pickup-Typen sind krank. Komm. Ja, als ob der eine Raketen hat. Versuchen die ja wirklich den Pickup zu schrotten? Lass mich auch mit. Krass, die haben gerade mal. Ja, bestimmt. Ich hatte ja nicht mal die Chance, den Pickup gleich zu Anfang gerammt. Oh. Ach, ich sehe schon wieder, dass ich überall Leben verliere. Leute, von dem Pickup fernhalten. Der Typ fisst euch. Oh Gott, er ist hinter mir. Jetzt habe ich mich aber selbst zerstört, oder? Egal. Dafür kriegen die keinen Punkt. Oh, da hinten ist Gegnerparty. Oh Gott. Welcher Fuck hat mich mit einer Rakete erwischt? Ärgert mir. Als ob. Isaac Newton, nicht schon wieder. Ich weiß überhaupt, der Typ wirklich Isaac Newton heißt, das ist einfach nur Isaac N drauf. Oh fuck, das ist der Pickup-Fucker. Oh. So viel vom gegnerischen Team. Fucker, ich bin in deinem Team. Oh, ich habe endlich mal den Pickup-Fucker zerstört. Oh Gott. Ja, der Typ in dem Chevrolet Camaro, der hat die ganze Zeit diese Raketen. Und sagt jetzt nicht, das ist James. Nein, James the Pickup. Oh. Zerstört doch lieber Robert. Off. Dieser James. Gottes Willen. No, nein, das ist James. Ich werde von allen Seiten einfach gefistet hart. Schaut, James gehört jetzt mir. Nein, Isaac Newton.
Nice, unser Team gewinnt. Nice. Okay. Und Flying Like Hawks, das ist sowas. Hier haben wir ganz viele große Rampen, wie man sieht. Und hier geht es einfach darum, so viel oder so weit, wie viel. Es geht einfach darum, Stunts zu machen. Und je mehr Stunts ich mache, desto mehr Punkte. Und ich glaube, das ist sogar ein Team. Ein Team-Stunt-Rennen. Das heißt, mein Team muss am meisten Stunts machen. Ja, das ist ein Team. Okay, ich verlasse hier einfach mal die Straße. Und fahre einfach mal auf das Ding zu, weil die Rampen sehen krass aus. Okay, mal einfach ein paar Drehungen vielleicht. Aber die anderen sind eigentlich auch schon krass dran. Wow, als ob ich gerade einen Salto gemacht habe. Ach, scheiße, habe ich nicht. Fuck. Okay, wir haben die jetzt schon 64.000, als ob. Ich habe, weißt du, die haben schon sowas wie 64.000 und ich suche hier immer noch einen Platz. Das könnte klappen, das könnte klappen. Einfach Stunts machen, einfach Stunts, einfach Stunts. Irgendwie drehen, 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 drehen. Ja, das sind irgendwas mit 45.000, aber das bringt uns leider auch nicht viel. Den Himmel berührt, auch nicht schlecht. Ja, wir holen sie langsam ein, das ist gut. Weil die sind lang nicht produktiv geworden. Wir kommen. Oh ja, wir haben's, Leute, wir haben's, Jungs. Meine Stunts sind doch die besten. Und da hat einer gerade auch die Rampe benutzt. Das ist gut, weil jetzt kriegen wir die Punktzahl, die ich wahrscheinlich gerade erreicht habe, doppelt. Oh ja, wir haben es, wir haben das, wir haben das. Da war gerade wieder Isaac Newton. Ich glaube, den habe ich sogar zum Crashen gebracht. Tja, Isaac Newton muss halt wieder die Schwerkraft berechnen. So wie ich es gerade tue. Fuck. Okay, das sieht eigentlich nach einem guten Standpunkt aus. Ich kann mal ein Looping machen für die Kamera einfach mal. Weil ich sehe gerade nicht, dass wir Probleme haben, mit Führung zu gehen. Wow! Das ging sogar besser, als ich erwartet habe. Okay. Aber jetzt sollten wir uns wieder den Rampen so langsam kümmern, weil die Rampen sind krass. Für Punkte, meine ich jetzt. Und? Weit oben, richtig hoch. Ich meine aber, dass die schwarze Rampe sogar besser ist. Oh, wir haben sowieso gewonnen. Okay. Ich denke, für dieses Video mache ich noch eins. Nämlich Suicide. So. Das ist ein Bomb Run. Beim Bomb Run ist das Wichtigste, schnell zu sein. Weil man hat so eine Bombe, ich weiß nicht, ob ihr den Film Speed kennt, das mit dem Bus. Und immer ist da eine Bombe und der hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wenn ich unter der Geschwindigkeit fahre, dann explodiert mein Auto. Versteht ihr, wie ich es meine? Das heißt, ich muss schnell fahren, damit mich die Bombe nicht erwischt. Oh Gott, mit meinem Auto sogar? Okay, das kann lustig werden. Da seht ihr, ich darf zum Beispiel nicht unter diesen roten Bereich fahren. Und wie ihr seht, bin ich gerade auf Safe. Vom Platz. Aber dass es auch noch gleichzeitig ein Rennen ist. So. Genau, wenn ich einen Checkpoint erreiche, dann wird die Geschwindigkeit quasi erhöht. Zum Beispiel darf ich jetzt nicht 13 km/h, glaube ich, war es. Ja, ich glaube, es ist gerade 13 km/h. Das heißt, wird das Ganze auf 23 km/h erhöht. Und was natürlich der Nachteil in diesem Rennen ist, dass es ein Tunnel ist und ja. Und das ist eben nicht so schön, weil Tunnel sind ja, ich weiß nicht, ist nicht gut. Ist alles so verwinkelt, wenn ich einen Fehler mache, dann war es das mit meinem Wagen. Und ich bin froh, dass ich übrigens Commentary abgebe, weil bei Need for Speed Most Wanted habe ich nämlich keinen Commentary wirklich abgegeben. Deswegen bin ich gerade umso quasi besser drauf.
Oh Gott, ich hätte hier nicht so viel Gas geben sollen. Jo, 83 km/h, als ob. Problem ist bei Bombrands, die sind sehr, sehr, sehr scheiße intens. Also ich muss wirklich volle Konzentration schieben. Was mit Kommentar vielleicht nicht am besten geht, aber... Aber Leute, ich habe das unter Griff, ja. Nein! Ja, mit der aktuellen... Aber, Leute... Wisst ihr was, ich lasse die mal nach vorne. Mal gucken, ob die es irgendwie besser machen. Hier ist übrigens auch Cockpit-Kamera. Die ist aber sehr laut, weil der Motor da so zu hören ist. Ja, ja, überholt mich alle nur. Ach, ich muss das Rennen eigentlich auch gewinnen, ne? Ah, das ist natürlich scheiße. Da tut's mir leid, Leute, da muss ich... Ich kann nicht eigentlich den Typen manipulieren? Oh, das mache ich mal. Ich ramme den mit Absicht gegen die Wand, damit er hochgeht. Komm, das sah schon so schön knapp aus. Waldo, warte, Waldo. Manu. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ist er kaputt? Ja, ich habe Waldo zerstört. Der Typ ist hochgegangen. Man sieht, dass sein Name schwarz ist. Der Typ ist einfach hochgegangen, nice. Emmett Brown ist auch schon weg, what the fuck? Oh nein. Ich hätte eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, habe ich nicht erwartet, dass es wirklich funktioniert. So, hier gehe ich mal wieder langsam, aber nicht so zu langsam. Weil ich will ja nicht, dass die Bombe mir wieder irgendwie platzt, während ich hier rennen fahre. Gleich kam die krasse Stelle, wo ich so schön versagt habe. Genau, das war nach diesen Tunnelabschnitten hier. Oh, der hat die einfach Gas gedrückt halten sollen. Oh. Oh. Auf welche Geschwindigkeit darf ich, muss ich jetzt eigentlich fallen? Oh, als ob ich gerade einfach vor der Ziellinie gestorben bin. Nein. Okay. Ich guck mal, ob es neue Fahrzeuge gibt, die ich zufällig kaufen kann. Nö. Ich habe hier noch so diese, den Cube RS und den Buster. Das sind so beide so VW Golf oder so. Aber ich habe mir den Hunter hier gekauft, was ich glaube sowas wie ein Honda Accord ist. Oh, schweres Tuning Kit. Das wird mein Rennwagen. Ne, da brauche ich keine Wrecking Kits. Extremes Sportfahrwerk. Das würde ich gerne mal reintun. Ja man, das wird mein Supersportreifen. Was haben wir da? Ah, so sehe ich es genau. Habe ich noch ein bisschen Geld? Na, 900. Sieht das eigentlich mit Aufkleber aus. Foxtail, da sieht man, ich glaube, hier nicht so gut, aber hier hinten hat er halt, ganz hinten am Heck hat er halt sowas. Dragon könnte nice aussehen. Kann ich auch den Wagen umlackieren. Ja, genau hier. So eine Orange würde ich mal haben. Genau. Das sieht. Das sieht immer noch komisch aus, aber ich. Also das Offroad Madness. Eine Stuntshow. Dafür Offroad brauche ich leider den hier. Da brauche ich genau, da hat nämlich das Offroad-Fahrwerk drin. So. Und ich weiß noch ganz früher, vor 5 Jahren, als ich das mal gespielt habe, dass Offroad Madness eines der schrecklichsten Strecken war für Stunt. Und warte, wir haben wirklich Maschinengewehre? Warum? Oder es ist ein alles gegen alles. Hier geht es nämlich nicht mehr darum, dass es im Team quasi um Stunts geht. Nein, hier geht es tatsächlich darum, als einzelner Fahrer irgendwas Cooles zu machen. Und das war ein Fail. Wow, 23.000? Really? Nice. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie der beste Teil hier ist, weil hier kann ich schön kombinieren. Und hier kann ich schön Stunts machen und so. Hier, ich flieg mal weiter. Okay. Silber Stunt. Gibt's hier sowas auch noch?
weiter, wenn ich mich wieder so. Genau, hier steht es automatische Bergung in das 2000. Das heißt, sobald ich auf dem Dach lande oder so, ja, da wird mir das abgezogen und das ist halt nicht so schön. Ein paar Drehungen machen, damit ich auf die 30.000 komme. Oder vielleicht sogar auf die 50.000. Das war's schon? Oh, ich habe 120 erreicht, Tatsache. Okay, jetzt kann ich meinen Hunter noch ein bisschen auftunen. Wo ist denn? Oh, ich habe einen Pickup freigeschaltet. Auf den speichere ich mal. 51.000, wie viel habe ich denn? Ich habe 2.000, okay. Da muss ich... What the hell, the police? The Bomberman. Welcome to the Underground, das ist ein Sprintrennen. Okay. Ganz normales Rennen, klassischer Style. Machen wir mal. Passt. Warte, ich fahre jetzt nicht mit dem Hunter, oder? Er scheint mit dem Spectran, meine ich. Das ist der Polizeiwagen, der spricht. Oh, fuck. Ich hätte meinen Sportwagen nehmen sollen. Aber gut. Oh, man hat sogar Waffen hier. Das ist auch interessant. Komm, ich löse meinen Krieg aus. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade einfach mit in die Menge geschossen habe, aber es hat funktioniert. Rasten die wirklich aus, wenn man den einfach reinballert? Keine Ahnung, ich treffe den da vorne nicht. Okay, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Jo, die rasten direkt aus. Das Problem ist, ich habe halt ein Offroad-Fahrwerk drin, ne? Das heißt, eigentlich mag mein Auto diese Strecke ja nicht so, weil ja natürlich ein Sportfahrwerk besser wäre. Wow! Oh, da hinten ist ein Stadion, auch nicht schlecht. Übrigens auch eine coole Sache im Spiel ist der Streckeneditor. Das heißt, du kannst dir diese Strecken hier auch gerade normal fahren, kannst du die ganz auch im Editor machen. Also auf jeden Fall, ich glaube, Atari? Ja, Atari hat dieses Spiel gemacht und das war irgendwie, keine Ahnung, das kam vor 10 Jahren raus, so ungefähr. Bin mir jetzt nicht mal sicher, wann das Erscheinungsdatum von der Crash Day war. Ich glaube 2002, 2004 so ungefähr. Also noch ziemlich früh, als die Rennspiele noch gut waren. Die heutigen Rennspiele, ja, da weiß man halt nicht so. Es gibt ein paar gute neue Rennspiele. Wie zum Beispiel Forza macht noch gute Rennspiele, soweit ich weiß. Dann noch Driver und ich glaube Midnight Club. Ich bin aber nicht sicher, ob die überhaupt noch weiterhin Rennspiele machen. Also jetzt hier Driver und ja, was das zweite Spiel, wo ich genannt habe. Fuck, welches war's? Egal. Ich hab Driver gesagt und noch irgendeins. What the fuck? Da müssen wir wieder die Nitro geben, weil ich diese Geschwindigkeit wieder verloren habe. Okay, da vorne ist das Ziel. Sollte es zumindest. Ich habe keine Ahnung, warum ich aus diesen Tunneleinfahrten immer springe. Aber auf jeden Fall ist hier das Rennen zu Ende. Oh, da war wieder James drin, nur ohne sein Pickup. Ha.